Eisenbahnmüll. Die Müllabfuhr ist in letzter Zeit in Verzug geraten und Sie wurden gebeten, bei der Säuberung einiger Bahnhöfe entlang Ihrer Strecke zu helfen. Leeren Sie die Mülleimer an jedem Bahnhof auf Ihrer Reise und halten Sie die Bahnhöfe von ScotRail sauber. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in TrainSimWorld 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und ich begrüße euch heute zum dritten Mal auf der neuesten TrainSimWorld 4 Strecke, auf der britischen Strecke 5 Circle Line. Und wir werden heute ein weiteres Szenario spielen und wie ihr gerade mitgelesen und gehört habt, haben wir heute in diesem Szenario Zusatzaufgaben, nämlich müssen wir uns hier um den Müll entlang der Bahnhöfe kümmern, also nebenbei auch noch etwas aufräumen. Wir starten heute hier am Bahnhof von Dämpfer Line und unser Ziel ist heute Edinburgh Waverley. So, wir besteigen jetzt erstmal unseren Zug, nachdem wir den Müll aufgeräumt haben, schließen die Tür, nehmen Platz und müssen erst einmal den Zug komplett aufrüsten. Dann, bevor wir die Türen öffnen, Richtungswende auf vorwärts setzen, Türen öffnen, die Spitzenlichter korrekt einstellen und die Schlussleuchten auf unserer Seite ausschalten. So, und dann ist unser Zug soweit abfahrbereit. Dann können wir noch die Scheibenwischer einstellen, denn ihr seht, heute lernen wir die Strecke auch im Winter kennen. Unser Fahrzeug ist wieder unsere Klasse 170, unser neuer Zug, der hier mit der Strecke mitgeliefert wird. Und wir sind heute mal auf der linken Seite unterwegs und lernen hier ein Teilstück kennen und werden jetzt hier nach Süden wieder über die Ford Vale Bridge bis nach Edinburgh fahren. Ihr erinnert euch, im ersten Video auf der ersten Fahrt, oder genau gesagt im zweiten Video, wo wir selber gefahren sind, sind wir hier über den rechten Streckenast, also entlang der Küste nach Kirkcaldy gefahren. Es gibt auch schon erste Informationen zum was passiert nach dem Release dieser Strecke. Da haben wir ja zum einen letztens über das neue Fahrzeug gesprochen, was hier in Planung ist, und zum anderen haben wir soll es ja ein Fahrzeug-DLC geben, das wird von Skyhook Games entwickelt, und dieses Fahrzeug-DLC soll dann in den nächsten Wochen bzw. Monaten veröffentlicht werden. Das ist die Class 158 in Lackierung der ScotRail. Und zum anderen hat auch Vivid Games in den vergangenen Tagen nochmal detaillierte Informationen zum anstehenden Update für diese Strecke bekannt gegeben. Denn man nimmt sich dort dem Feedback, was es ja zum vergangenen Livestream gegeben hat und jetzt auch, was jetzt so zu den ersten Videos zu dieser Strecke zu lesen ist, das ist, sage ich jetzt mal, ein durchwachsenes Feedback. Also zumindest bei dem, was ich so in der deutschen Community gelesen habe, und man nimmt sich seitens Rivet Games auch dieses Feedback an und hat auch schon, wie gesagt, ein erstes Update angekündigt. Dieses Update soll zum einen, das erscheint jetzt nach dem Release dieser Strecke, die Strecke selbst wird ja heute veröffentlicht für die Plattformen, also auf allen Plattformen, wo auch TSW gespielt werden kann, und das Ganze Update soll dann zum einen 30 bis 40 neue Fahrplanfahrten beinhalten und zum anderen sogar einen weiteren Streckenabschnitt, nämlich einen Streckenabzweig nach Leven. Und dieser Streckenabzweig, der wird auch in der Realität heute, also in diesem Jahr, erst wieder in Betrieb genommen. Also das heißt, es handelt sich hier um eine sehr moderne Strecke, wieder einmal, und das ist ja eine tolle Sache. Ich habe übrigens bei meinem Video nochmal am Sound ein bisschen eingestellt. Den Fahrzeugsound jetzt ein bisschen, also allgemein den Sound nochmal ein bisschen höher gesetzt, weil der war doch bei den ersten Videos arg leise gewesen. Ihr wisst ja, ich bin da gerade so ein bisschen am Umstellen, um auch mir die Arbeit hier, ich versuche mit mir meine Arbeit hier so ein bisschen zu vereinfachen. Und da bin ich gerade so am Rumprobieren. Ich habe es euch ja in den vergangenen Videos erzählt. Und ja, mal gucken, wie gut oder schlecht das läuft. So, jetzt erleben wir also einmal die schottische Szenerie hier im Winter. Also eine Sommerfahrt, eine Winterfahrt und wieder ein Szenario. Und mal gucken, wie wir das Ganze abschließen. Es ist wieder eine relativ lange Spielzeit angegeben, und zwar von 50 Minuten. Aber ich glaube, auch dieses Szenario können wir doch deutlich schneller abschließen. Das ist zumindest so meine Einschätzung. Ihr erinnert euch ja ans erste Szenario, angegeben mit 55. Geschafft haben wir das dann, glaube ich, in 46 Minuten, wenn ich mich so recht erinnere. Aber was man hier so nicht hört, ich habe es ja auch im ersten Video angesprochen, das ist so dieser Rollsound dieses Zuges.
Der ist irgendwie sehr, sehr leise. Kann aber natürlich sein, dass der am Fahrzeug wirklich sehr, sehr leise ist, dass der einfach, sag ich mal, gut gedämpft ist. Da gibt es ja solche und solche Fahrzeuge. Es gibt Fahrzeuge, da hörst du das ganz gut, und dann gibt es Fahrzeuge, da ist das wie gefühlt über die Schienen zu schweben. Also auch in der Realität. Das heißt, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es sich hierbei um einen Fehler jetzt handelt oder ob das Fahrzeug da wirklich im Rollen so leise ist. So, wir erreichten unsere erste Station, wo wir auch wieder Müll entsorgen müssen, und wir verbremsen uns ja noch ein bisschen, ja, weil ich zu spät gebremst habe. Aber das macht ja grundsätzlich nichts, solange wir hier, ja, so, ich lege jetzt mal das DRA fest. Das ist ja sowas wie die Handbremse. Trotzdem piept der Zug hier, wenn ich aufstehe. Ich weiß gar nicht, was ich da machen müsste. Ich kann ja nicht jedes Mal den Führerstand abrüsten. Und wir müssen uns jetzt nämlich an jeder Station um die Entsorgung des Mülls kümmern. Auch interessant, dass wir dieses Geräusch auch weit außerhalb des Zuges hören. Fahrgäste denken wahrscheinlich gerade, hier ist Feueralarm. So, jetzt entsorgen wir den nächsten Müll. Hinein damit. Ah, gehen Sie doch mal aus dem Weg. Und wir begeben uns wieder an unseren Arbeitsplatz. Ja, wahrscheinlich muss ich jedes Mal wirklich den Schlüssel da im Führerstand rausziehen. So, Türen können wir wieder verriegeln und dann weiter zur nächsten Station fahren. Finde ich also eine sehr schöne, interessante Szenario-Idee auf jeden Fall. Frag mich auch, warum das nicht die Fahrdienstleitung hier mit erledigt, einfach. Und wir werden heute auch die Ford Rail Bridge im Winter sehen. Also eigentlich heißt sie ja richtig Ford Bridge, aber man kennt sie auch als Ford Rail Bridge. Ich finde diesen Sound des Fahrzeuges, der ist so richtig, richtig geil. Oder was meint ihr? Richtig geiler Sound, muss ich sagen. Gleich wieder beschleunigen. Uns mal hier noch die Beleuchtung im Führerstand an, dann auch die Instrumenten. Naja, Beleuchtung ging jetzt nicht. Und dann schauen wir mal. In einer Meile erreichen wir schon den nächsten Bahnhof, Inverkeithing. Bei Inverkeithing. Bei Kaifing. Und wir sehen mal, wir müssen also, so wie es aussieht, hier an jeder Station den Müll aufräumen. Ich habe schon gedacht, man muss dem Zug den Müll sogar im Zug mitnehmen und dann irgendwo in Edinburgh entsorgen, aber das müssen wir nicht machen. So, hier erreichen wir dann ja gleich die erste Geschwindigkeitsreduzierung da vorne. Das heißt, wir können gleich wieder mit der Geschwindigkeit im Prinzip runtergehen. Ihr seht auch, festen Fahrplan haben wir in diesem Szenario auch keinen, und auch Ansagen hören wir in diesem Szenario nicht. Aber wie gesagt, die Ansagen, die Zugdurchsagen, die gibt es im Fahrplanmodus. Da könnt ihr euch diese anhören, beziehungsweise selber nicht. Ihr könnt sie euch anhören, ihr könnt sie aber, glaube ich, nicht selber einstellen. So, hier haben wir ein bisschen zu spät gebremst, schade. Aber ist auch, weil das hier gerade eine sehr, sehr abschüssige Strecke ist. So, kam uns schon der nächste Zug entgegen. Wie gesagt, KI-Verkehr ist hier relativ wenig unterwegs. Aber ich glaube, man orientiert sich, was den Fahrplan angeht, da orientiert man sich halt auch überwiegend an dem, was da auch so im Vorbild fährt. Und wenn da halt eben nicht so viele Züge unterwegs sind, kommt eben auch relativ wenig entgegen. Und das ist ja der Unterschied, den ich euch auch im letzten Video schon so ein bisschen versucht habe, deutlich zu machen. Ja, wir sind jetzt alle durch diese London Overground-Strecke sehr verwöhnt, wo dir alle paar Minuten ein Zug entgegenkommt, weil das eben eine Strecke ist, wo pro Richtung alle Viertelstunde ein Zug fährt, plus noch zusätzlicher Verkehr. Und hier ist es eben, wie gesagt, eine Strecke, wo halt nicht so viel Verkehr unterwegs ist. So. Dann eine Einfahrt in die nächste Station, wo wir wieder den Müll entsorgen müssen. Wie gesagt, hier geht's ja jetzt.
So, und während die Fahrgäste ein- und aussteigen, müssen wir uns da, glaube ich, schon wieder um den Müll kümmern. Hier können wir noch eine Streckenkarte bei der Gelegenheit aufhängen. Sehen wir nochmal das Streckennetz. Wir sind jetzt also hier gestartet. Es sollen auch diese ganzen Kautenbeat-Fahrten, die sollen beispielsweise jetzt hier noch dazukommen. Ach, muss ich jetzt sogar über die Treppe gehen hier? Das ist ja sehr interessant. Ja, vielleicht machen wir die Zugsicherungssysteme einfach auch aus für die heutige Fahrt. Also dann wieder rüber. Wir wollen ja hier ein gutes Vorbild sein. Können wir noch ein Plakat aufhängen. Die Ford Rail Bridge haben wir da wieder gesehen. So, Türen schließen. Ah, hier müssen wir sie immer selber schließen, die Türen. Jetzt haben wir gar nicht richtig erwischt. Und dann geht die Reise weiter in Richtung North Queensferry. Diesen Anfahrsound toll von diesem Zug. Muss man echt sagen. So, und hier ist zum Beispiel dieser Abzweig, ne? Hier könnte man quasi im Kreis fahren. Hier diesen... Das ist doch... Ja, das ist genau diese... Nee, sind schon zu weit dafür, oder? Das war genau diese Ecke, wo wir gerade vorbei sind. Also hier scheint es wirklich... Hier kommt oben, kann man wirklich im Kreis fahren. Da gibt es sogar ein Szenario, wo man einmal hier im Kreis fährt. Ist aber ein relativ langes Szenario. Dauert fast 2 Stunden. Also eher etwas für einen Livestream. Hier wieder einer der Tunnel. Ein steiler Anstieg. Also man geht hier wirklich bergauf, bergab. Also typisch schottische Hügel. Und wir sehen auch, dass die Schneedecke hier, glaube ich, so langsam leicht höher wird. Das ist ja auch so eines der Features, die es schon seit TSW 3 gibt. Aber relativ kurze Abstände auch zwischen den Bahnhöfen hier. Also es ist nicht so, dass du jetzt mal 20 Kilometer durchfährst. Mach mal so einen Blick auf die verschneiten Ortschaften werfen. Wie gesagt, Schottland ist ja sehr, 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 sehr dünn besiedelt. Aber wieder diese eine Brücke, auf der wir ja schon hingefahren sind. Das war übrigens auch einer der Aussichtspunkte. Aber ich kann jetzt hier nicht länger auf die Brücke schauen. Da wir ja gleich wieder in der nächsten Station halten müssen. Schau mal, das ist so steil, da brauche ich gar nicht auf die Bremse zu gehen. Ich habe den da rausgemacht, so. Ja, seht ihr, ich mache halt 4 mit Tastenkombination. Zum Beispiel auf dem PC ist das Steuerung plus V, den Scheibenwischer einschalten und eben die Stufe dann jeweils einstellen. Und Steuerung und Umschaltung V, nee Quatsch, es ist nur V, den einzuschalten. Und Umschalt V, also Shift und V, ist dann jeweils das Ganze eben wieder auszuschalten. So, und hier auf langsam reicht der zu. So, letzter Halt vor unserer berühmten Brücke, die wir uns jetzt hier auch im Winter anschauen können. Und wir verbremsen uns ja auch noch. Ich fasse es nicht. Verbremsen wir uns noch. So, eigentlich DAA. Da legt man eigentlich, glaube ich, sogar immer an. Sobald wir aufstehen, können wir ja gleich mal gucken, wo liegt hier der Müll.
So, wo liegt hier der Müll, wo wir hin müssen? Hier haben wir auf jeden Fall wieder das nächste Plakat. Hier sogar, kann ich hier eigentlich interagieren? Nee, kann ich nicht. Ach, da drüben müssen wir hin, okay. Also immer andere Orte. Man lässt sich doch immer was Neues hier einfallen. Und da drüben muss jetzt der Müll wieder hingeschafft werden. Die Leute nicht so im Weg rumhampeln würden, also wie viele Leute wir heute umrennen. So. Dann wieder zurück zu unserem Zug. Ist auch toll, dass die Leute jetzt immer die Regenschirme aufsetzen, aber die Regenschirme werden durch den Schnee nicht weiß. Dann geht's über unsere Brücke nach Dalmeny. Dalmeny ist ja dann schon... Was kommt denn dann nach Dalmeny? Da kommt dann Gateway, da kommt dann, glaube ich, High Market und dann sind wir schon in Edinburgh. Scheint das auch ein Szenario zu sein, was man eher ein bisschen schneller abschließen kann, wenn man das denn möchte. Aber finde ich grundsätzlich gut, dass wir die, dass die Szenarien hier prinzipiell so gestaltet sind, dass wir eigentlich jetzt hier, zumindest ist das bei den ersten beiden so, die wir gespielt haben, also einmal dem einen mit der Sightseeing-Tour, das ist ein geniales Szenario, wo man sich einfach Zeit lassen kann und nicht hetzen muss. Da haben wir ja direkt hier auf dieser großen Brücke gehalten. Diesem imposanten Brückenbauwerk. Sehen wir sie. Da kam man noch einen Zug entgegen. Der kommt uns jetzt erst entgegen. Die verschneite Footbridge. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen mit dem Tempo zurück. In 1,2 Meilen kommt schon unsere nächste Station. Da drüben die nächste, wie gesagt, große Brücke, eben für die Straßen. Mal, dass wir auch in Dalmeny gut am Bahnsteig halten. Ja, aber im Großen und Ganzen sind wir auf dieser Strecke auch sehr, sehr zügig unterwegs. Ja, also teilweise, ich glaube, jetzt kommt ja gleich noch ein Abschnitt, wo wir theoretisch fast die Höchstgeschwindigkeit unseres Zuges ausfahren könnten. Wir Dalmeny. Dalmeny, denke ich mal, wird sie am ehesten gesprochen. So, dann wieder unser beliebtes Geräusch. Das hörst du selbst, wenn du die Tür zumachst, okay? So, wo ist der Müll?
Hier. Davon muss er rein. Okay, hier sind wir wieder am selben Bahnsteig. Komme eher vor, als ob ich hier gerade Train Station Renovation spiele. Ja, seht ihr, müssen wir auch mal weitermachen, das Let's Play. So, weiter geht's. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen weiteren Weg nach Edinburgh Gateway. Und dann kommt noch High Market und dann sind wir schon in Waverley. Selbst dort, nee, dort müssen wir keinen Müll mehr. Doch, da müssen wir auch noch Müll entsorgen. Auch eine schöne winterliche Szenerie, das muss man schon sagen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ist halt ein ganz eigenes Gefühl, hier in einer eher dünn besiedelten Gegend unterwegs zu sein. Charme hat die Strecke auf jeden Fall. Aber jetzt kommt sogar, glaube ich, die Sonne ein bisschen raus, so wie wir uns das ansehen können. Ob wir jetzt die 100 schaffen. Seht ihr auch die, ihr seht hier, ist auch die Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges. Boah, seht ihr, hat aufgehört zu schneien. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Schöne Szenerie auf jeden Fall. Vorne ist aber schon wieder 90 und da ist auch noch Signal, was Warnung anzeigt. Nee, schaffen wir wahrscheinlich nicht die 100. Davon kommt 90 und da ist auch schon der nächste Bahnhof zu sehen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja hier den dynamischen Streckenmonitor und der passt sich ja, je schneller du fährst, desto mehr siehst du auf einem gewissen Spektrum. Also auf einer gewissen Weite. Maximal 90 hochtreten. So, jetzt aber Schluss. Aber schön, jetzt kommt was. Jetzt sieht das nach einer richtig geilen Winterlandschaft hier aus. Schaut euch das mal an. Jetzt müssen wir auch ein bisschen weiter in die Eisen gehen. Schottland kann anscheinend im Winter auch so schön sein. Vorher sah es noch so alles so grau und mieser Wintertag und jetzt auf einmal kommt hier eine tolle Winterszenerie heraus. So, wir erreichen jetzt also die schottische Hauptstadt Edinburgh. Bei Edinburgh, man kann glaube ich beides sagen.
Ja, hier hören wir sogar die Ansagen. So. Wo geht's hier los? Hier ist, glaube ich, der Müll. Ich kümmere das. Und da vorne ist, glaube ich, die Tonne, wenn ich das richtig sehe. Ja, wieder ein bisschen Zeit sparen. Aber schon eine tolle Idee mit dem. Räumen wir halt selber auf an den Bahnhöfen. Und hier war, habe ich zufällig gesehen, noch eine Streckenkarte, die wir aufhängen können. So. Und dann geht diese Fahrt weiter. Das ist halt toll, dass man das in den Szenarien gleich mitmachen kann. Zumindest sind sie hier so gestaltet. So, halt, stopp. Oh, stopp, stopp, stopp. Okay, Moment. Ich muss zweimal Mülleimer leeren. Mensch. Da hätte man jetzt wirklich fast einen Fehler gemacht. So, wo gehen wir denn hier rüber auf die andere Seite? Hier wahrscheinlich, oder? Ach, guck mal, aktive Rolltreppen. Habe ich auch noch nicht erlebt. Habe ich ein TSW jetzt auch noch nicht so gesehen, oder? Hatten wir mal eine Strecke mit Rolltreppen? Wir hatten mal was mit Fahrstühlen. Wir hatten aber keine Strecken mit Rolltreppen. Ist mir zumindest jetzt keine bekannt. Falls ich mich irre, schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, wo ist denn der Müll jetzt? Hier. Und der soll dahin. Also, man wird doch manchmal immer positiver überrascht. Muss ich sagen. Also, Rolltreppen haben wir jetzt auch im Spiel. Die funktionieren. Jetzt sprinte ich aber hier runter. So, man kann auch in gegengesetzte Richtung runterlaufen. Sehr schön. Gut, so.4 Meilen sind das bis nach High Market, okay. Sieht auch, die Schneedecke ist ein bisschen angewachsen jetzt hier. Aber habe ich so auch noch nicht erlebt. Also aktive Rolltreppen. Wie gesagt, vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine, dass das die erste Strecke sein dürfte, wo wir aktiv selber Rolltreppen, also wo die Rolltreppen wirklich aktiviert sind, dass sie funktionieren. Natürlich konnte man auch so immer über die Rolltreppen gehen, aber so, dass die direkt funktionieren, das habe ich so in TSW. Also ich wüsste jetzt keine Strecke auf Anhieb, bei welcher dies auch der Fall ist. So, 3 Meilen haben wir noch bis nach Highmarket und das ist ja dann schon einer der Bahnhöfe, wo wir uns dann, wir fädeln uns vorher dann quasi auf diese elektrifizierte Strecke ein, die dann von Glasgow kommt. Hier fahren wir sogar durch an dieser Station. Wir sehen es auch schon hier. Sieht es schon ein bisschen mehr nach Stadt, Vorstadt, Großstadt aus. Sieht man auch hier schon an diesen Orten, ne? Auch schön, dieser Bau in die Tiefe. Das gefällt mir. Das ist ja so ein großes Plus, was es seit ja spätestens TSW 3 gibt. Also vorher gab es das noch nicht so bis TSW 2, aber ab TSW 3 merkt man schon, dass bei den neueren Strecken dann immer mehr und weit in die Tiefe gebaut wurde. Sind halt Sachen, die fallen dann auf. So, jetzt machen wir einmal eine schöne Biegung hier und dann, ja klar, da müssten wir uns, ja genau, da kommt jetzt auf der rechten Seite jetzt hier die elektrifizierte Strecke von Glasgow dazu. Und diese gibt es ja auch als weiteres DLC für Transom World 4. Das ist die Strecke Scotland Express. Die verbindet dann Edinburgh mit Glasgow.
Und da gibt es dazu das Fahrzeug Class 385 und dort könnt ihr auch Geschwindigkeiten von bis zu 100 Meilen fahren. Und die Class 385, die könnt ihr hier dann auch als KI nutzen. Da fahrt ihr aber nur dieses kurze Stück von Edinburgh bis nach Highmarket. Obwohl eigentlich dieser Streckenabschnitt sogar noch bis zum nächsten Bahnhof hier gebaut ist. So, hier können wir auch nochmal richtig Gas geben. So, dann schauen wir mal, wie die... Ja, da muss er vorher auf jeden Fall noch auf 50 runter vor unser Bahnhof kommt. Also erst nochmal... So weichen Sounds hört man ja auch nicht an jeder Weiche. Das ist auch ein bisschen schade, aber das ist auch so sicherlich was, was auch nochmal in einem späteren Update nachgebessert werden wird. Hier sehen wir das große Stadion. Das war ja so auch auf einer unserer ersten Halte bei der Touristenfahrt, die wir im vergangenen Video gemacht haben. Also ganz schön, die Eisen gehen jetzt hier. Ich habe die höchste Stufe drin. Das nächste wäre dann die Notbremse. Aber das schaffen wir noch. Naja, fast. So, und dann sind wir an unserer vorletzten Station. Bremst ja gar nicht mehr. Also der bremst ganz kaum bei der Stufe 1. Deswegen sollte man ja schon auf Stufe 2 gehen. Stufe 3 ist dann schon, wie gesagt, die höchste Stufe. Danach gibt es noch die Schnellbremsung. So, und jetzt sieht es aber schon mehr nach. Also, schaut, jetzt sieht es schon viel, viel mehr nach Großstadt aus. So, ich bin gespannt, wie oft wir jetzt hier überall den Müll entsorgen müssen. Also hier, da seht ihr wirklich diese Szenerie. Ich fahre vom Land in die Stadt. Hat man auch bei dieser Strecke hier gut hinbekommen. Ähnliche Szenerie hat man ja auch beispielsweise bei der Glossop Line von Manchester nach Glossop bzw. Hatfield. Da ist das ja so ähnlich gemacht. So, hier können wir ein Plakat aufhängen. Hier können wir Müll mitnehmen. Und der muss dann wohin? Hier in die Donne. So. Fahrgäste einsteigen lassen. Das machen sie ja. Ist nur die Frage, haben wir noch mehr Müll, der hier entsorgt werden muss? Oder auf der anderen Seite wieder? Wir schauen es uns gleich nochmal an. Wir müssen ja nicht ständig dieses Gepiepe anhören. So. Nee, wir sind fertig. Wir müssen dann nur noch am Hauptbahnhof von Edinburgh. Die nochmal Müll wegräumen, aber hier war es nur einmal. Denke ich jetzt mal. Genau, wir schließen die Türen. Also Einfahrt natürlich jetzt nicht so schnell. Es ist auch nur noch eine Meile. Also wir sind mehr als gut in der Zeit. Wir sind da, glaube ich, gegen 11 gestartet. 50 Minuten sind angegeben und ich denke mal so um 40 Minuten so ist das schon zu schaffen. Hier sieht es dann wirklich schon mehr nach Stadt aus. Brauchen wir gar nicht zu beschleunigen. Da vorne sehen wir wieder 20. Und wir haben keinen festen Fahrplan. Also so schön gestaltet, dass eben es hier nicht, dass man den Szenarien nicht hetzen muss, sondern eine sehr, sehr bequeme und gemütliche Fahrt hier vor sich hat. Nächste Signal und davon müssen wir dann gleich wieder die Geschwindigkeit drosseln.
das war halt dieses Signal. Ja, ab dem gelben Signal hier gilt das Ganze. Nee, noch nicht. Also erst hier. Ach, ab der Weiche. Aber eigentlich offiziell wahrscheinlich ab dem Signal. Das ist ja auch so eine Sache, die TSW hat. Sprechen wir ja immer wieder an. Aber sicherlich wird das vielleicht auch irgendwann mal korrigiert. Und der Zielbahnhof ist in Sicht. Edinburgh, Waverley. Einer der beiden großen Fernbahnhöfe. Es gibt Fernverkehr, also Edinburgh, also bei den Großstädten hier Waverley. Hier gibt es ja dann auch Anschluss an die East Coast Mainline. Könnt ihr dann auch bis nach London durchfahren. Und dann gucken wir mal. Das wäre auch gut. Und pünktlich am Bahnhof halten. Die winterliche Szenerie gefällt mir persönlich. Da sehen wir auch hier dieses historische Bahnhofsgebäude. Da sehen wir auch so die historische Stadtgebäude. So, jetzt aber runterbremsen. Da vorne ist ja noch ein rotes Signal. Das kann man sich nämlich auch noch, das Szenario zerschießen, wenn man das überfährt. So, dann einmal diese an und diese aus. So, dann müssen wir heute zum ersten Mal die Türen auf der... Nee, müssen wir links oder... Wartet mal. Links oder rechts? Beides, glaube ich, sogar geht hier. Zählt das? Ja, links zählt. Gut. So, und dann muss der Zug aber... Ne, wir müssen erst einmal den Zug abrüsten. Wartet mal. Also das, die Bremse, Stufe 3, das ist eingestellt. Vielleicht muss dann die Türe sogar nochmal zugemacht werden. Hauptschlüssel dann auf gesperrt. Ach so, das hätten wir machen müssen. Und deswegen, weil wir das nie gemacht haben, deswegen hat das auch so gepiept. Da wissen wir für so die nächste Tour vielleicht Bescheid. So, also Türen zu. So, also sprich das Ganze auf aus und der muss dann auf verriegelt. Ach so, den hätten wir einfach jedes Mal rausziehen müssen. So, jetzt mache ich das und das aber auch aus. Und dann kümmern wir uns nochmal um den Müll. Und zwar auf der anderen Seite. Hä? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, müssen wir jetzt wirklich nochmal durch den Zug gehen. Kommst du da außen nicht rum? Und ich habe aber die Leute da aussteigen lassen auf dem Bahnsteig. Aber es zählte ja anscheinend. Oder ging die Türen dann auf beiden Seiten auf? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. So, sorgen wir hier einmal den Müll. Jetzt haben wir nochmal den großen Hauptbahnhof von Edinburgh, der hier gerade im Augenblick sehr ziemlich leer aussieht. So, komm, 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 komm. Also das ist ja auch wirklich so ein bisschen wie Train Station Renovation. So, hier gibt es noch eine Streckenkarte zum Aufhängen. Dann entsorgen wir das. Und dann müssen wir gleich noch weitere... Ja, wo komme ich denn hier durch? Hier kommen wir durch, okay. Also am Hauptbahnhof noch ein bisschen aufräumen. Und das ist dann wahrscheinlich unser Mittagessen da, okay. Und auch hier funktionieren die Rolltreppen. So. Vielen Dank für das Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie wir sie abgeschnitten haben. Ja. Also, mir hat das Szenario Spaß gemacht. Genau 40 Minuten auf die Sekunde. Statt den angegebenen 50, aber natürlich, wenn es kürzer ist, als warum denn nicht. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kriegen die Platin-Medaille, obwohl wir wohl den Zug auch unsicher verlassen haben. Wir hätten also diesen Schlüssel immer mitnehmen müssen, damit das nicht so piept, aber ich hoffe, das hat euch jetzt nicht allzu sehr gestört. An und für sich ein sehr schönes, kreatives Szenario mit ein paar Zusatzaufgaben. Besonders hat mir hier gefallen,
dass wir nicht so extrem hetzen mussten, sondern dass wir einfach ja, so uns so viel Zeit nehmen konnten, wie wir das wollten. Mir hat Spaß gemacht, sehr einfallsreich. Und ja, damit, wie gesagt, zweite Fahrt. Ihr habt die Strecke jetzt nun auch im Winter gesehen. Ja, heute erscheint die Strecke Scott, also Five Circle Line für PC, da auf der Plattform Steam und Epic, wahrscheinlich ab 18 Uhr. Und auf den Konsolen dürfte sie dann ab 16 Uhr spätestens erhältlich sein auf der PlayStation und auf der Xbox. Preis 35,99. Auf Steam noch bis heute Abend Vorbestellerrabatt von 10%. Da kriegt ihr das Ganze etwas günstiger. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr euch die Strecke gekauft, vorbestellt? Wie gut gefällt euch die Strecke? Ich bitte da um euer Feedback, wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.